guckt mal. Ihr seid ja alle so lieb. Sehe ich da Kondome? Ich meine, es ist ungefähr so, wie jetzt das auf einen alten Esel an Ferrari draufsetzen und sagen, jetzt lauft der Esel schneller. Ja, Hudi, hallo meine Lieben, Dani von Thüricht hier. Heute wieder mit einer neuen Folge von Kommentare kommentieren. Und wie es der Mann schon richtig sagt, man lernt auch noch was dabei. Wir gehen nicht einfach nur so Kommentare durch. Ihr habt ja so viele Fragen, ich komme mit einem Videomacher gar nicht daher. Und genau dafür ist hier das Kommentare kommentieren. Also, fangen wir gleich mit dem Mann an. Hallo Andi, vielen Dank für dieses Video. Selbst bei den Videos Kommentare kommentieren kann man noch einiges lernen. Sag ich doch. Ja, ich habe auch zwei DAWs, Studio One in der Artist-Version und Cakewalk. Vergleichen tue ich die beiden gar nicht. Cakewalk kann ja doch alles. Was mir bei Studio One Artist gefällt, zum Beispiel bei Audiodateien, kann ich ein Stück davon markieren und genau dort einen Effekt einfügen. Ja, das geht jetzt vielleicht bei Cakewalk nicht so geschmeidig. Da muss ich erst einen Clip aufteilen oder separieren und dann kann ich zumindest auf einen Clip einen Effekt einfügen. Und du schreibst weiter, so lieber Andi, ich warte ja schon brennend auf Videos von dir, die du zum Thema MIDI machen willst. Mir geht es dabei ganz besonders darum, mit nur einer Instanz eines VSTs über die MIDI-Kanäle 0 bis 15 verschiedene Instrumente zu spielen. Bei Studio One kriege ich das hin, bei Cakewalk klappt es leider nicht. Irgendwas mache ich wohl falsch, dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Ja, da musst du gar nicht warten, das können wir gleich klären, weil das geht natürlich. Ich bin zwar gerade in der Mache von einem Video, wo es speziell jetzt um MIDI geht, das werden jetzt auch mehrere Teile, aber da geht es dann hauptsächlich um die Pianorolle und um die Partituransicht und diese Basics, aber das kann ich da gleich sagen, weil das ist eigentlich ganz einfach. Du legst dir quasi ein VST-Instrument an. Nehmen wir mal als Beispiel den TTS-1, weil der heute dann hier mehrere Kanäle, mit denen er arbeiten kann. Und für jedes Instrument, das ich weiter bearbeiten möchte, mache ich mir eine neue MIDI-Spur. Und in der MIDI-Spur, falls es da steht, hier oben vom Benutzer definiert auf alle wechseln. Und dann kann ich hier auswählen, welchen Kanal es ansprechen soll. Und möchte ich jetzt hier Kanal 1 ansprechen, dann wähle ich auch hier bei Kanal 1 aus. Ich kann auch hier gleich einen Patch, also das Instrument vergeben. Oder ich kann das Instrument auch direkt im VST auswählen. Möchte ich jetzt dann für Spur 2 extra ansteuern, mache ich wieder eine neue MIDI-Spur. Wähle auch hier wieder aus, dass der Port, den ich ansprechen soll, muss mein TTS-1 sein und dann den jeweiligen Kanal. Und apropos MIDI- und Instrumentenspuren, Olli und ich hatten ja da einen regen E-Mail-Austausch und wir haben ja da komplett anscheinend aneinander vorbeigeredet. Und deswegen klären wir das jetzt nochmal ganz schnell. Grundsätzlich gibt es ja zwei Arten von Spuren in Cakewalk und in jeder anderen DAW. Es gibt einmal MIDI-Spuren, da drin sind MIDI-Daten und kein Audio, also nur Steuerdaten. Und dann gibt es Audiospuren, wo natürlich dann nur Audiodaten drin sind. Und dann gibt es bei Cakewalk aber noch eine besondere dritte Möglichkeit. Das ist diese einfache Instrumentenspur. Und die ist quasi, die ist hybrid. Das heißt, in der Spur selber arbeite ich mit MIDI-Daten und wenn wir uns mal hier diese Grafik anschauen, das heißt, in der Spur sind die MIDI-Daten. Die MIDI-Daten gehen dann raus in das VST rein und hier wird es für dich interessant, Oliver, du hast da gefragt, wo passiert denn der Umwandlungsprozess? Und zwar passiert der genau da drin in dem VST. Im VST werden aus den MIDI-Daten quasi wird das VST-Instrument angesprochen, angesteuert und das gibt dann wiederum Audiodaten aus, die dann durch den Pro-Channel laufen, dann durch den FX-Bin und an den entsprechenden Ausgang. Weil es ging ja auch darum, weil du meintest, dass du in einer MIDI-Spur einen Pro-Channel hast. Den hast du aber eben nur, wenn du eine hybride Instrumentenspur hast. Bei einer reinen MIDI-Spur werden nur Steuerdaten generiert und verarbeitet und da kann ein Pro-Channel auch nicht damit umgehen, weil der braucht ja auch Audiodaten, um damit zu arbeiten. Aber ich glaube, wir hatten es dann per E-Mail auch. Aber für euch auch nochmal zur Übersicht, was ist eine MIDI-Spur, was ist eine Audiospur und was ist eine Instrumentenspur? Warum ist so eine coole DAW kostenlos? Verstehe ich nicht. Ich habe hier Ableton liegen und einen nennenswerten Unterschied kann ich nicht feststellen. Ja, Michael, gebe ich dir auch völlig recht. Ich habe jetzt
ich habe mit Cubase habe ich mal gearbeitet eine Zeit lang, und als ich mal einen Mac hatte in der Arbeit, das war 2014, 2015, 2016, da habe ich dann mit Logic gearbeitet. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages kann jede DAW das Gleiche und es hört sich ja nicht anders an. Klar hat sie jetzt wieder andere Effekte, wie man es auch mit den, wie wir es auch schon ein paar Mal erörtert haben. Also da tut sich nicht viel. Und ja, warum ist das kostenlos? Das ist eine gute Frage. Das ist, ich meine, zum einen baut natürlich BandLab damit ihre Marke weiter aus. Und wahrscheinlich ist das so, dass Roland damals gesagt hat, da Cakewalk. Oder Sona hieß es damals, wahrscheinlich hat Roland gesagt, da schenke ich eigentlich, Scheiß braucht eh keiner mehr. Und dann haben sie BandLab gedacht, naja gut, dann werden wir es mit mir weiterentwickeln. Und es kommen zwar nicht bei weitem so schnell und so oft Updates, wie es von Roland war, aber dafür kostet es nichts und es läuft stabil. Es hat VST-Schnittstelle und es hat sogar etwas, was viele andere DAWs nicht haben. Und zwar ist es die ARA-Schnittstelle und die arbeitet super gut mit Melodyne zusammen, zum Beispiel. MIDI hat ja sogar letztens ein Update bekommen. MIDI ist immer am Puls der Zeit. So ziemlich alles läuft heute mit MIDI in der Musik. Nicht immer, aber ziemlich viel. Ja, Megan Senpai, hast du völlig recht. Ich verstehe auch den Kommentar. Vielleicht war was ironisch oder sarkastisch gemeint. MIDI, jedes VST-Instrument braucht MIDI. Ohne MIDI kannst du gar keine Musik machen, außer du hast wirklich alles per Audioaufnehmer. Und selbst dann, selbst die Automationsbahn und so, das ist im Endeffekt, sind sie auch nur Steuerdaten, die in Form von MIDI abgespeichert werden. Also, ich verstehe es nicht. Ich mache im Moment Musik über BandLab am Handy. Mein Audiointerface per USB-Adapter ans Handy. Davor klemme ich mein Boss ME25 und die Gitarre funktioniert wie eine 1. Das hätte ich Tatsache nicht erwartet. BandLab, die BandLab-App für Android und iOS, finde ich unglaublich genial. Und die habe ich ja auch auf meinem Handy drauf und auf meinem Tablet, weil es einfach praktisch ist. Dir fällt unterwegs eine Melodie ein, zack, du nimmst das auf, spürst es ein. Oder du nimmst mit der Gitarre schnell was auf. Und das geht auch mit mehr Spur. Es sind tolle Effekte schon mit an Bord. Und das Geile ist, wenn ich das über den gleichen BandLab-Account mache, kann ich dann in Cakewalk meine BandLab-Projekte durchforsten und die dann in Cakewalk rein exportieren und direkt damit weiterarbeiten. Einfach genial. Probiert es mal aus. ASIO for All funktioniert, wie du schon sagst, gar nicht, denn es ist kein echter ASIO-Treiber. Er setzt auf dem Wasabi-Treiber auf und ist damit keine direkte Verbindung. Das ist quasi auf einen vorhandenen Treiber aufgesetzt und deswegen verstehe ich auch nicht wirklich, warum man ASIO for All überhaupt noch nutzt. Weil es heißt, es soll die Latenz verringern, aber ich weiß nicht, wie das geht. Weil ich meine, das ist ungefähr so, wie jetzt das auf einen alten Esel, einen Ferrari draufsetzen und sagen, jetzt läuft der Esel schneller. Leuchtet man nicht so wirklich heil. Vielleicht wisst ihr das ja. Genauso wie ich auch per E-Mail, jetzt muss man gucken, wer hat man den da geschrieben? Soll ich meinen Namen nicht aufgeschrieben? Du weißt schon, wer gemeint ist. Hast mir auch geschrieben, dass du ASIO for All nutzt mit Cakewalk und es läuft bei dir. Auch hier, wenn es läuft, wunderbar. Ja. Never change a running system. Wenn das Ding bei dir einwandfrei funktioniert und du das, was du machen möchtest, machen kannst, gibt es keinen Grund zu sagen, ich schmeiß jetzt alles um. Bloß nicht. Führt nur zu Fehlern. Ja. Wenn es aber dann mal zu Fehlern kommt, oder Aussetzern oder irgendwas nicht funktioniert, dann wäre mein erster Lösungsansatz bei dir, schmeiß ASIO for All runter und nimm Wasabi Shared. Jetzt habe ich noch einen Kommentar, der erstmal beim letzten Kommentar kommentieren auskäme. Auf den möchte ich unbedingt antworten. Und zwar, lieber Andi, es ist beim Recording absolut empfehlenswert, eine Bittiefe von 24 Bit einzustellen, da wir es hier mit unkomprimierten Signalen mit Sicherheitsheadroom zu tun haben. Diese werden im Nachhinein noch stark bearbeitet und komprimiert, sodass man bei einer Recording Bitrate von 16 beim fertigen Mix einen stark reduzierten Signal-to-Noise-Ratio hätte. Bedenke, dass beim Recording am leisesten aufgenommene Signal zerstört im Mix den SNR-Gesamtwert, auch wenn die anderen Kanäle gut sind. Dieses Risiko sollte niemand in Kauf nehmen. Ich argumentiere und sage, 16-Bit reichen nach wie vor aus, weil
Mit der Tritttiefe definieren wir auch den Dynamikumfang. Wie weit ist die Strecke vom lautesten darstellbarsten Signal zum leisesten darstellbarsten Signal? Bei 16-Bit haben wir einen Dynamikumfang von 96 dB. Bei 24-Bit haben wir einen Dynamikumfang von 144 dB. So, jetzt hört sich das natürlich schon mal besser an, dass 24-Bit 48 dB mehr haben, aber beide haben bei 0 dB FS ihr Limit. Alles, was drüber geht, ist übersteuert. Also nicht, dass ich mit 24-Bit was lauter darstellen kann, sondern dass ich mit 24 leisere Werte darstellen kann. Und wenn wir jetzt dann beim Signal-to-Noise sind, da möchte ich mal die Soundkarte sehen, die 16-Bit übertrifft. Also zum Beispiel mein Behringer, mein UMC 1820, ist bei ungefähr minus 90 dB. Und da 16-Bit 96 dB Umfang haben, reicht das ja auch schon vollkommen aus. 96 versus 144 dB hört sich noch einen riesigen Unterschied an. Ist es auch. Aber wenn ich 16-Bit nehme und auch wenn ich 24-Bit nehme, habe ich bei beiden mein Grundrauschen bei minus 90 dB. Das heißt, bei 16-Bit verschenke ich 6 dB, bei 24-Bit verschenke ich 54 dB, oder? 90? Ja, genau. Also auf jeden Fall mehr. Ich habe damit zwar größere Dynamik, aber noch unten rum. Das heißt, das bringt mir im Endeffekt gar nichts. Weil ja dB logarithmisch funktionieren, ich habe 0 dB lautes darstellbar. Mache ich um die Hälfte leiser, bin ich bei minus 10 dB. Mache ich diese 10 dB wieder um die Hälfte leiser, bin ich bei minus 20 dB. Mache ich die wieder um die Hälfte leiser, bin ich bei minus 30 dB und so weiter. Das heißt, also wenn ich bei minus 90 unten bin, dann habe ich ja das jeweils bei jeder Stufe um die Hälfte leiser gemacht und dann ist es eh schon super leise. So ein Dynamikumfang hat kein Song mehr. Ja, und klar, wenn ich da so Grundrauschen habe, das kann ich dann auch mit Gates und so, kriege ich das viel besser im Griff, als wenn ich da jetzt einen riesigen Dynamikumfang habe. Außerdem ist es auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wenn ich jetzt sage, bei 16-Bit, dann habe ich die Lautstärkeneinheiten aufgeteilt in 65.000 nur irgendwas Einheiten. Und jedes Bit dazu verdoppelt mir das. Und dann bei 24-Bit habe ich dann schon über 16 Millionen Einheiten. Und so viel brauche ich ja gar nicht. Aber ich will da nicht zu sehr abschweifen, weil ich mache ja ein extra Video genau über dieses Thema, ob es 24-Bit braucht. Und da lasst euch dann die nächsten Zeit mal überraschen, wenn es dann kommt. Und dann können wir da das Ganze nochmal umfangreicher ausdiskutieren. Und jetzt guckt mal. Ich habe wieder Backerl für euch gekriegt. Ihr seid ja alle so lieb. Ich finde das so toll. Und immer so überrascht, wenn da von einem Backerl für mich da ist. Diesmal, ich weiß nicht, ob ich dann einen echten Namen. Nee, ich sag keinen echten Namen. Aber auf Instagram bist du Mia Mo. Wir hatten ja damals geschrieben, weil du das mit einem Solo-Button war. Und da hast du mir jetzt als Dankeschön ein Päckchen geschickt. Und da schauen wir doch jetzt einmal rein, was das ist. So, ich habe jetzt natürlich nichts zum Aufmacher dabei, weil ich wieder so unvorbereitet bin. Die ganze Zeit am Hudeln. Die ganze Zeit nur am Hudeln. Ist was ab. Oh, ich hab einen Stift doch. Mit einem Stift geht doch sowas ab. Sehe ich da Kondome? Na. Ein Pflaster. Okay. Ah ja. Okay, also. Ich habe hier Sensitive Kids, ein Kinderpflaster, okay. Gibt's da, oh, mit Brief. Es ist mit dem Brief, vielleicht macht das Ganze dann Sinn. Ja, Hudi, lieber Handy, nochmals vielen Dank für deinen mega schnellen Support via Insta. Als kleines Dankeschön schicke ich dir dieses Überlebenspaket. Ich hoffe, du trinkst nicht nur Kaffee. Da hast du recht, ich trinke auch andere Sachen, sondern auch mal ein kleines Feierabendbierchen. Hierzu im Anhang mein Lieblingsbier direkt live aus Passau. Ein fettes Lob auch für deinen YouTube-Kanal und deine unglaublich hilfreichen Videos. Die sind echt Gold wert. Die Welt wäre besser, wenn es mehr Menschen wie dich geben würde.
so viel Zeit zu investieren, das muss man erstmal alles umsetzen können. Aber bevor ich jetzt hier zu weit aushole, nochmal fettes Merci, liebe Grüße aus Passau, Michi alias Miamo. Also erstmal vielen lieben Dank für das Paket nochmal. Und ich finde es auch toll, wenn einfach noch, wenn man einen handschriftlichen Brief kriegt. Ich finde es um so viel persönlicher und geiler als per E-Mail. Okay, also jetzt gibt es hier, oder ist doch was anderes drin? Na, dann schau, Heft, was da drin. Wahrscheinlich, weil es mir ja vor 2 Wochen, man sieht es Gott sei Dank, ist es schon einigermaßen gut abgeheilt. Mir hat es so richtig auf die Fresse gelegt und ich merke immer noch, meine Schulter tut immer noch weh, mit der ich mich abgestürzt habe. Also, dann schauen wir doch einmal. Gott sei Dank, da sind tatsächlich Bierflaschen drin. Gut, dass ich es nicht geschüttelt habe. Ich hab erst gemeint, das sind Küchen. Ich dachte erst, da haben wir jetzt Küchen. Ich krieg jetzt 2 Küchenrollen. Dabei, Reggie, ist das ein Hacker? Das war jetzt das Einzige, was ich aus Passau kenne. Ein Löwenbräu. Stimmt, die kennen wir auch aus Passau. Ein Löwenbräu und nochmal ein Hells. Oder was ist da Tolles? Nicht abhauen. Noch ein Hess. Also hier nochmal 2 Flaschen Helle. So vielen lieben Dank. Ja, die eine werde ich mir jetzt doch heute Feierabendbier gönnen. Es ist schönes Wetter draußen und die Sonne scheint noch so ein bisschen. Und da haue ich mir jetzt aus. Und wer mal das Neipfeifer. Und ihr könnt euch dabei noch das Video für mich anschauen. Und ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, wusst ihr aufs Bachibärli und Servus.